Hallo YouTube, das ist ein neues Video von mir. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr an eure Logitech Z5500 über das mitgelieferte Kabel, sage ich mal, über den VGA-Stecker euch drei Klinkenstecker anschließen könnt. So könnt ihr die Logitech Z5500 auch ohne das Panel betreiben und ihr könnt es an euren PC anschließen und immer noch als 5.1 System benutzen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo einfach nur ein einziger Stecker angeschlossen werden muss. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann an euer iPhone anschließen, aber jetzt erstmal zu diesem Video mit den drei Klinkensteckern. Ich habe euch hier unten rechts habe ich euch mal eine Grafik gemacht mit dem Querschnitt des Kabels und allen einzelnen Kabeln. Ich hoffe, ihr könnt die Farben erkennen. Ich habe extra nochmal da kleine Kreise mit Zahlen rumgemacht in der richtigen Farbe, welches das Kabel ist. Was ich gleich sagen muss, ihr könnt das Kabel lila sehr schlecht erkennen. Aber gut, ich erkläre euch jetzt erstmal die einzelne Belegung. Wir haben den ersten Stecker, das sind die beiden hinteren Lautsprecher. Dann haben wir den zweiten Stecker, das sind die beiden vorderen Lautsprecher. Und dann haben wir Stecker 3, das ist Subwoofer und Center. Ihr seht ja überall die einzelnen Zahlen mit den Farben. Damit müsstet ihr eigentlich ganz gut klarkommen, aber ich gehe jetzt einmal kurz den Stecker für euch durch. Dann haben wir einmal rechts hinten, das ist die 1. Dann haben wir 2, ist der Subwoofer. Dann haben wir links hinten, das ist die 3. Dann haben wir den Center mit der 4. Dann haben wir links vorne, das ist 5. Dann haben wir 9, das ist rechts vorne. Und dann haben wir einmal die 13. Das ist halt der Minuspol. Alle, die ich gerade aufgezählt habe, sind alles Pluspole. Ihr müsst, wie gesagt, jeden Klinkenstecker mit der 13, zeige ich euch hier, müsst ihr auf jeden Fall mit der 13 verbinden. Das heißt mit dem hellblauen Kabel. Was noch ganz wichtig ist, ihr müsst 6, 7 und 8 miteinander verbinden und auch mit der 13 verbinden. Damit schaltet ihr dann nämlich die Endstufe ein. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr nichts hören, wenn ihr irgendwas einsteckt. Ja. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit eurer Logitech Z5500. Macht was draus, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Wenn ihr Fragen habt, fragt, schreibt es am besten in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht oder macht mir ein Video oder sonst irgendwas. Naja, viel Spaß noch, ciao. We'll be right back.